Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich euch zurück zum Daily Vlog begrüßen. Hoffe, euch geht's allen gut. Ja, fangen wir direkt mal mit dem Essen an, und zwar mit dem Klarträumen. Ich hatte heute Nacht einen Traum, kann mich wieder dran erinnern. Wupp, 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 wupp. Tatsächlich ist mir diese Erinnerung aber nicht direkt nach dem Aufwachen gekommen, sondern ich war so arbeiten und plötzlich BUM! Davon habe ich ja geträumt. Also sie kam so richtig spontan und ich habe so bis jetzt das Erhalten auch nicht aufgeschrieben, weil ich danach immer, wenn ich zu Hause bin, aber jetzt erzähle ich sie erstmal euch. Also, das Szenario hat bei mir im Geschäft, also in der Firma, auf dem Gelände, also auf dem Parkplatz gestartet. Und zwar bin ich auf dem Parkplatz rumgelaufen, was ich normalerweise nicht mache, hin und wieder schon, aber normalerweise nicht. Und da habe ich jemanden gesehen. Jemanden, den ihr kennt. Jemanden, den ich auch kenne. Und zwar den lieben Six-Sex. Der ist da rumgelaufen. Fragt mich nicht warum. Ich glaube, der wollte tatsächlich zu mir. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie er aussieht. Aber im Traum wusste ich, wie er aussieht. Ich habe ihn dann direkt angesprochen. Und ja, da ich gerade Feierabend hatte, sind wir dann zusammen zu mir nach Hause gefahren. Allerdings bin nicht ich gefahren, sondern er. Obwohl er ja, also meines Wissens nach hat er keinen Führerschein. Wenn es anders sein sollte, kann ich es unten berichtigen. Aber auf jeden Fall sind wir dann zusammen nach Hause gefahren und er ist gefahren. Also von mir in der Firma halt nach Hause. So wie die Strecke jetzt halt auch. Und wie gesagt, mein Kumpel, also Six, ist gefahren und nicht ich. Ja. Auf jeden Fall war er eigentlich, ja, das Witzige ist, er hatte genau den gleichen Fahrstil wie ich eigentlich. Also, mein Gehirn hat es so gesehen nicht geschafft, einen anderen Fahrstil sich vorzustellen, außer meinen eigenen. Interessant. Und ja, dann sind wir nach Hause gefahren. Wie gesagt, er ist gefahren. Und als wir dann nach Hause kamen, hieß es, irgendwie meine neuen PC-Teile wären da, aber irgendwie sind die trotzdem nicht da. Und mein alter PC war auch weg. Und jetzt haben wir herausgefunden, dass ein Kumpel von mir, ich sage jetzt nicht wer, diesen PC, meinen alten und die neuen Teile gestohlen hat. Ja, wir sind dann, ich habe dann direkt gedacht, was ein Hurensohn, erstmal nach Hause, zu ihm nach Hause und erstmal verprügeln. Und ja, ich bin dann zu ihm nach Hause gegangen, hab dann den PC und die neuen Teile da stehen sehen, wollte gerade ausholen und hab's dann doch irgendwie gelassen. Dann habe ich einfach ganz normal den PC mit nach Hause genommen und dann ist mir aufgefallen, dass ich zu Hause war, dass ich die neuen Teile vergessen habe. Das heißt, ich bin da nochmal hin, wollte ihm nochmal natürlich neu zu hauen, hat's wieder nicht gemacht und hab dann die neuen Teile geholt und bin dann wieder nach Hause und war irgendwie unzufrieden, weil eigentlich hätte dieser Arschloch eine richtige Trafbügel verdient. Hat dann aber irgendwie nicht bekommen. Wie gesagt, wenn ich so Kumpel war, werde ich euch nicht sagen, weil das ich finde, das ist doof, das muss man nicht sagen, auch wenn es nur ein Traum ist, trotzdem ist es irgendwie doof. Also wie gesagt, zum einen Six-Sex getroffen, auf der Arbeit, dann mit dem nach Hause gefahren, er ist gefahren mit meinem Auto und dann, als ich zu Hause war, habe ich erfahren, dass ein Kumpel von mir mein Zeug gestohlen hat. Geil! Geiler Traum! Was ein Traum! Auf jeden Fall war es dann zwar ein Traum. Heute wieder wunderschön regelmäßig RCs gemacht und kritische Fragen. Hypnose-Datei habe ich mir gestern Abend wieder nicht angehört, weil ich wieder zu müde war. Ich bin in letzter Zeit generell zu müde. Ich mache in letzter Zeit zu viel zu YouTube. Apropos zu viel zu YouTube, ich möchte dreimal in der Woche streamen. da überlege ich mir gerade noch was, dass ich am Februar irgendwie drei feste Tage in der Woche zum Streamen habe. Werde noch eine Umfrage starten, welche Tage für euch am besten gehen, weil ich mehr streamen möchte. Auf jeden Fall, weil euch gefallen ja auch die Streams gut, das weiß ich ja. Und deshalb möchte ich da auf jeden Fall mehr machen. Ansonsten, gestern Abend war nice. Nicht so nice, wie ich ihn mir vorgestellt habe, aber nice, weil der Stream ging nur bis 8 und ich bin erst um 6 heimgekommen und war dazwischen noch eine Dreiviertelstunde weg. Also dieses geile Majora's Mask Race von Ricky, Wollo und Maeve, Mash, ging nur bis 8, aber war auf jeden Fall witzig. Ich habe mir tatsächlich selbst auch überlegt, ob ich mitmachen soll, weil ich hätte ja auch einen 3DS, habe ich gesagt, ich habe halt keinen Capture Card, aber das heißt, es ist ein bisschen blöd. Ansonsten habe ich dann gestern Abend relativ spät noch Randall aufgenommen. Sonst nicht viel getan. Doch, ich habe noch meiner Tante und meinem Onkel. Also mein Onkel hat halt bei einem Partyservice gearbeitet und da hat sein Chef jetzt aufgehört. Also er hat da nur nebenbei gearbeitet und da hat der Chef jetzt aufgehört und er hat die jetzt übernommen. Die Firma. Wenn man eine Firma hat, muss man ja auch meistens Rechnungen und so eine Scheiße schreiben und dafür hatten die einen Laptop. Laptop, schön und gut, gerade für solche Sachen, wenn du damit nach Hause nehmen kannst und so, ist echt super, aber was auf diesem Laptop drauf war, war nicht mehr menschenwürdig. Da war das schlimmste Windows, das ich kenne, drauf. Vista! Nein! Nein! Nein, nein! Nein!
Ihr müsst euch überlegen, im Jahre 2016 arbeiten die noch mit Vis, also nicht meine Tante, sondern die Alten, die Vorbesitzer, mit Vista. 2016, mit Vista. Und dann nicht, also dann haben die das halt mit Open Office gemacht, aber nicht, dass sie dann das mit Open Office Dateien gemacht haben, nein. Die haben, also die haben es mit Excel, also die haben halt die Rechnung mit Excel geschrieben, also mit dem Open Office Excel. Und jetzt nicht, dass irgendwie das Ganze mal die Open Office Excel Dateien wären. Nein, es waren Excel Dateien von Office 97. Das heißt, wir haben, fassen wir nochmal zusammen, wir haben einen PC mit Betriebssystem Windows Vista. Schon, das ist schon länger outdated als XP. XP wurde länger unterstützt als Vista. Soweit ich weiß. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, XP war länger unterstützt als Vista, weil Vista scheiße war. Also, Betriebssystem Vista mit Bearbeitung für Rechnungen Open Office mit Dateien von Excel 1997. Top aktuell. Doch, wir haben jetzt gesagt, wir gehen uns heute einen Computerladen und kaufen für die einen neuen Laptop. Also, die besonderen, wir kaufen ihn halt. Und ich guck dann nach was Gescheitem, dass man damit auch richtig arbeiten kann, weil mein Gott, das geht ja mal gar nicht. Und die ganzen Dateien sind irgendwo verstreut, wahrscheinlich schon nochmal von Viren verseucht und alles Mögliche. Und oh Gott, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, noch einen Laptop zu kaufen, um am Samstag den ein bisschen einzurichten, dann wird's schön. Ja, auf jeden Fall, warum ich da oben überhaupt war, ist, weil die wollten dann eine Rechnung drucken, aber da kam immer eine Schrift mit. Die man halt aber, die hat man nur in der Druckvorschau gesehen, also in der Seitenansicht, aber halt nicht ganz normal in der Dokumentenvorschau. Und ich wusste ja zuerst nicht genau, konnte mir nicht genau vorstellen, was meine Mutter meint, deshalb bin ich kurz hochgefahren und dann habe ich gesehen, das waren Fußzeile. Also ich weiß nicht, ob ich Kopf- und Fußzeilen kenne, wenn man, die kann man halt in Dokumente einfügen und die sind dann beim Ausdrucken immer da, wo die ständig in der Vorschau und die sind dann halt, beziehungsweise bei Word siehst du sie in der Vorschau, bei Excel nicht. Und ich weiß nicht, wie es, okay, es war Open Office 97. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, sollte aber. Also wie gesagt, das ist eine total veraltete Version, das haben wir uns halt nicht gesehen. Und ja, da stand halt so die Rechnungsadresse und so von den Alten drin und die wollten die halt weghaben und dann haben wir halt die Rechnungsadresse von meinem Onkel da reingeschrieben und hat aktualisiert in die Fußzeile dann und deshalb musste ich da halt hoch. Ja gut, dann haben wir noch ein paar andere Rechnungen geschrieben und wie gesagt, jetzt heute kaufen wir den neuen PC. Hier schön Laptop. Eigentlich hätte ich auch gesagt, kauft lieber einen PC, weil der ist also Preis-Leistungs-Verhältnis halt billiger. Aber es ist halt dann gut, wenn ihr dann halt irgendwie oben irgendwie Rechnung schreibt, dann kann ich ihn halt mit heimnehmen, den Laptop. Und da die Rechnungen fertig schreiben, dann ist es schon recht geschickt, wenn es ein Laptop ist. Einmal gesagt, hier machen wir einen netten i5er, nichts große Grafik, eine 250 Gig SSD oder so. Sowas in der Richtung haben wir vorgestellt. Das reicht dann auch wirklich gut, damit kannst du noch gut mitarbeiten. Aber Vista und es ist einfach kein ist kein Zustand, wie man arbeiten kann. Ganz einfach. Wenn ihr noch Vista habt, dann deabonniert bitte. Wenn ihr XP habt, dürft ihr da bleiben. Bei Vista bitte deabonnieren. Dankeschön. Und ja, ansonsten habe ich dann gestern Abend noch... Ja, ich habe nichts mehr geschnitten. Ich habe eigentlich nur noch die Randall-Folge produziert. Ansonsten habe ich nichts mehr groß neu produziert. Genau. War wieder ein bisschen voll gestern. Heute möchte ich jetzt, wenn ich jetzt heimkomme, kaufen wir zuerst den Laptop. Dann möchte ich Galaxy und Community Friday aufnehmen. Und zum Thema OOT, weil ich euch da jetzt ja schon eine Weile vertröste, der Typ, der mir den Safe-Set machen sollte, hat aktuell Computer verboten, kann mir deshalb den Safe-Set nicht schicken. Daher habe ich, und theoretisch, ihr habt recht, ich könnte es selber spielen, aber ich kann nicht. Ich kann irgendwie kein Spiel mehr spielen, ohne aufzunehmen. Außer League of Legends. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich habe die YouTuber-Krankheit. Ich meine, ich könnte es auch streamen, aber dafür habe ich halt auch keine Zeit, deshalb... sag ich einfach, ich warte, bis du wieder ran kannst und du mir die schickst. Aber da es mich nervt, dass wir montags, mittwochs und freitags immer nur ein Gaming-Video haben, abgesehen halt von Community Friday am Freitag, werde ich es jetzt so machen, dass Dienstag, Donnerstag, Samstag, nee, das werde ich jetzt so machen, dass das Spiel, was jetzt in der Abstimmung gewinnt, also Splatoon oder Mario Maker, kommt Dienstag, Donnerstags, Samstags und Sonntags. Und das Spiel, das verliert, kommt montags, mittwochs und freitags anstatt von OOT bzw. Mario Party. Link zu der Abstimmung, wo ihr für Splatoon oder Mario Maker stimmen könnt, unten in der Beschreibung. Und das, was dann mehr Stimmen habt, kommt dann öfters. Das werde ich dann ab Montag so fabrizieren. Ne, ab Sonntag. Das heißt, wenn der Mario Maker mehr Stimmen hat, kommt Mario Maker am Sonntag. Wenn Splatoon mehr Stimmen hat, kommt Splatoon am Sonntag. Und dann dementsprechend Mario Maker Montag, Mittwoch, Freitag. Ansonsten Splatoon Montag, Mittwoch, Freitag. Aber verstanden? Gut, bis halt der dann OOT selbst hat. Und wenn der mir dann den erst Mitte Februar zuschicken kann oder so, sage ich, du, nee,
dann warte ich lieber vor uns auf das Twilight Princess HD Release und dann machen wir das nach dem Twilight Princess HD Let's Play von ich. Ist jetzt ein bisschen anders gelaufen, als ich mir vorgestellt habe, aber wie gesagt, er macht es total freiwillig und nochmal danke dafür, aber ich muss es halt dann doch auch wieder in ein anderes Play bringen, weil ich finde es dann doof, wenn nur an einem Tag kommen zwei Game-Videos, am anderen Tag nur ein, das finde ich ein bisschen doof. Daher machen wir das dann in Zukunft so. Also wie gesagt, Link zur Abstimmung unten in der Beschreibung. Und ja, dann kaufen wir auch noch den Laptop, machen heute die zwei Videos noch für morgen. Und ansonsten werde ich dann heute vielleicht endlich mal wieder tanzen können. Just Dance spielen, Sport treiben. Das konnte ich in den letzten Wochen auch nicht, weil zuerst krank und dann irgendwie keine Lust und keine Zeit, weil YouTube. Deshalb werde ich das heute auf jeden Fall wieder angehen. Ja gut, und ich hoffe, Gladfallen wird dann auch wieder mehr und ich möchte mir auch die Hypnose-Dings wieder anhören. Wie gesagt, gestern war ich einfach zu müde dafür. Ja gut, dann würde ich aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr mit einem nach oben und Kommentar freuen. Link zur ersten Folge und sie bleibt es unten in der Beschreibung und nach alles schon wieder links. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann gleich mal wieder. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Tschüss, Tilly.